So, jetzt möchte ich nochmal eine Sache ansagen. Und zwar, es gibt wieder ein Blockiererfrühstück am Dienstag, den 11.01.2011. Beginn ab 7 Uhr am Hauptbahnhof Nordausgang. Also, wer Zeit und Lust hat, dort daran teilzunehmen, kommt bitte um 7 Uhr an den Nordausgang. Es ist wichtig. Und zwar Bautechnikgebäude blockieren. Die Herrschaften, die treffen sich immer und es ist wirklich wunderbar mit anzusehen, dass es immer noch standhafte Leute gibt, die hier blockieren. Und ich würde sagen, mal einen kräftigen Applaus und ein kräftiges Ohrbleiben an unsere Baublockierer. Zu uns und möchte auch noch was sagen. Was ganz was Wichtiges. Putte von Flügel TV. Hallo, schön euch zu sehen. Ich möchte nur eine kleine Durchsage machen. Und zwar, es gab ja den Untersuchungsausschuss und wir haben mit Flügel TV über 50 Stunden davon gefilmt. Und es ist natürlich leider so, dass sich kein Mensch die Zeit nehmen kann, sich das alles anzuschauen. Völlig nachvollziehbar, wer hat schon so viel Zeit? Und deswegen kommt jetzt der Appell an euch alle. Wenn ihr im Internet seid, könnt ihr euch diese Sachen anschauen. Natürlich nicht alles. Deswegen folgendes, wir machen ein Experiment. Man kann sich, wenn man auf www.flügel.tv geht, in eine Liste eintragen und kann sagen, ich schaue mir ein einziges Video an, und ich notiere die interessanten Stellen dieses Videos. Ja, das heißt zum Beispiel Volker Lösch, interessant von Minute 2,33 bis Minute 3,43, weiß Gott wie. Und das schickt man dann an Flügel TV und wir wollen dann am Ende einen sehr aussagekräftigen Zusammenschnitt dieses Untersuchungsausschusses zusammenschneiden, der dann den Leuten zugänglich gemacht wird, denn was dort passiert ist, in diesem Untersuchungsausschuss, ist ein unglaubliches Zeitdokument. Also es zeigt auf den Konflikt, der hier gerade herrscht. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns helft. Wer von euch Lust hat und Zeit hat, hilft mit. www.flügel.tv. Dort ist der Aufruf, dort ist auch eine genaue Anleitung, wie das dann funktioniert. Alles sehr einfach zu verstehen. Und wir würden uns sehr, sehr über eure Mithilfe freuen. Oben bleiben.